Hallo, heute wollte ich euch zeigen, was ihr machen müsst, um das versteckte Artefakt für den Demon Hunter Tank zu bekommen. Und zwar braucht ihr Twisting Never, das ist das zweite Upgrade auf der linken Seite in eurer Ordenshalle. Wenn ihr das habt, könnt ihr diesen Kristall benutzen. Und dann erscheint hier hinten ein Buch. Auf das Buch könnt ihr klicken und dann wird einer von vielen Dämonen beschworen. Die sind vom Skillset den Dämonen von der Invasion sehr ähnlich. Den müsst ihr umhauen. Ich habe das jetzt heute schon gemacht, deswegen mache ich da jetzt nicht mit. Das Ganze funktioniert einmal pro Tag. Ihr könnt ihn natürlich öfters umhauen, aber kriegt nur einmal Loot. Und was dann passieren soll, ist, dass dieser Gegenstand droppt. Das Bulwark of the Iron Warden. Wahrscheinlich Bollwerk des Eisernen Wächters auf Deutsch. Ich habe es in der Beta jeden Tag gefarmt, seitdem es diese Ausbaustufe gab und funktioniert hat. Jetzt habe ich es zum ersten Mal gekriegt und ich dachte, ich mache mal ein Video. Nutzen wir das mal. Okay, es gibt eine kleine Videosequenz. Und dann schauen wir uns die Farben an. Einmal hier unten das Standard. Dann haben wir Blau für 100 Dungeons. 200 World Quest gibt die Leader. Und Rot kriegen wir für PvP. Wir laufen jetzt mal mit dem rum, dann kann ich auch mein altes Transmog-Set wieder benutzen, obwohl mir das hier auch ganz gut gefällt. So, dann war das dafür und wenn ich herausgefunden habe, wie mittlerweile auf dem Live-Server das für den DD Demon Hunter funktioniert, werde ich davon auch wieder ein Video machen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.